Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollten jetzt nochmal gucken, ob wir Horatio finden. Für ihn dann irgendwie eine passende Antwort kriegen, warum wir kämpfen lernen wollen. So von ihm. Weil hier Horatio der Bauer, da haben wir den. Horatio, ein Bauer auf den Reisfeldern des neuen Lagers, will mir beibringen, stärker zuzuschlagen. Doch irgendwie habe ich noch nicht die richtige Antwort auf seine Frage, wozu, gefunden. So. Können wir bei dem vielleicht, wenn ich wüsste, wie, also wir müssen eine Antwort finden, eine passende. Ich habe vergessen, was ich das letzte Mal geantwortet hatte. Wenn wir ihm das richtig beantworten, können wir nochmal stärker werden. Und dann schauen, ob das 5 oder 10 Punkte sein werden. Und vielleicht kriegen wir auch nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Stufe 5 haben wir zumindest schon erreicht. Aber wir müssen einhändig lernen. Wir müssen nochmal 10 Erfahrungspunkte sammeln. Wir müssen stärker werden. Wir müssen mehr Geschicklichkeit schaffen. Wir müssen so vieles hier eigentlich lernen. Wir sind einfach richtig schwach. Wir kommen in der Hauptstory nicht voran. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich mich jedem Lager hier einmal anschließen muss. Und ich hier eigentlich im Grunde nur mein eigenes Ding mache. Denn am liebsten würde ich mich eher dem alten Lager anschließen, den Feuermagiern. So. Dann schaue ich mal, wo ich vielleicht pennen kann. Ah, der eine Dude ist jetzt nicht mehr da. Ist er vielleicht jetzt drinnen oder? Ach, Shrike heißt er, genau. Kann ich sonst noch irgendwo hier vielleicht pennen? Ich muss von Shrike hier kaputt hauen. Oder? Ist das eine Quest? Shrikes Hütte. Der Söldner Gorn erzählt mir, dass Shrike sich ohne zu fragen eine Söldnerhütte genommen hat. Da ich Gorn gefragt habe, wird sich keiner der Söldner einmischen, wenn ich Shrike davon überzeugen kann, sich eine andere Hütte zu suchen. Das heißt, ich muss jetzt den Dude. Hey du! Verzieh dich, raus hier! Nein! Nein, ich will nicht abhauen. Tu das nie wieder. Verdammt, ich habe nicht gespeichert vorher. Ich habe nicht vorher gespeichert, ich habe hier erst gespeichert. Das heißt, den kompletten Weg hier wieder von vorne. Verdammt. Ja, okay, alles klar, dann. Dann gehen wir wieder zurück. Ganzen Weg nochmal von vorn. Hoffen wir mal, können wir pennen. Wie spät haben wir es? 23:20 Uhr. Wir müssen irgendwo pennen. Wir haben bisher noch keine eigene Hütte hier irgendwo. Das heißt, wir müssen irgendwie Sprite hier gewaltsam erstmal überzeugen, sich eine andere Hütte zu holen. Damit wir da pennen können, im neuen Lager wenigstens. Und einhändig müssen wir auch definitiv lernen, besser zu werden. So, dann wären wir wieder hier. Machen wir hier. Was denn da oben? Da ganz oben, da war ich noch gar nicht. Orik. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie immer! Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Erz zu nahe kommt. Ah, okay. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Pass auf dich auf, während du hier bist.
Im Lager sind eine Menge Halsabschneider unterwegs. Es gibt eine Reihe ungeschriebener Gesetze hier. Erstens, nur die Söldner kommen in den Bereich der Magier. Zweitens, wer versucht, an den Erzhaufen ranzukommen, ist ein toter Mann. Drittens, ich würde nicht versuchen, in die Kneipe auf dem See zu gehen. Die gehört nämlich den Banditen und die sehen es nicht gerne, wenn grüne Jungs wie du da aufkreuzen. Okay, wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Wir Söldner folgen alle Lee. Er hat den Deal mit den Magiern gemacht. Wir beschützen sie und sie bringen uns hier raus. Also führen die Magier das Lager? Nein, niemand führt das Lager. Die meisten hier sind einfach Männer, die im alten Lager nicht bleiben konnten oder wollten. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Die Jungs sind sich nur in einem einig. Besser das ganze Erz auf einen Haufen schütten und in die Luft jagen, als es dem verdammten König in den Rachen zu schieben. Ja, okay. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Ah, okay. Wo finde ich Lee, Laris, Gorn, einen der Magier? Wo finde ich Lee? Wenn du die große Wohnhöhle betrittst, halte dich rechts und geh ganz nach oben. Hm, okay. Alles klar. Die große Höhle. Machen hier auch nochmal ein Safe Game. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Was muss ich machen, damit du mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Ah, okay. Gut, dann gehe ich mal zu Lee. Das ist Lee. Moin, Lee. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz. Beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Okay. Okay, das heißt, ich muss erstmal hier... Was ist denn das? Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. Okay. Bevor ich von denen auseinandergenommen werde, gehe ich dann lieber. So, dann muss ich irgendwo aber Horatio noch finden. Den Bauern. Nein! Oh, ich dachte schon, ich gehe jetzt drauf. Aber die haben eigentlich noch relativ vernünftige Hütten. Gegen Shrike komme ich noch nicht an. Aber ich habe hier jetzt wenigstens noch ein paar neue Quests. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht den Lurker hier ausschalten können, der hier irgendwo sein soll. Ne, von hier kommen wir nicht darüber. Okay, wo müssen wir dann stattdessen hin? Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Oder vielleicht auch erstmal hier im Sumpflager auch noch irgendwie ein bisschen hier für gute Laune sorgen, sage ich jetzt mal. Uns anschließen. Baal Kagan. Da haben wir Horatio.
Ich habe noch mal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ah! Können wir nicht. Nein. Dachte ich mir. Okay, für ihn können wir noch keine bessere Antwort herausfinden. Vielleicht, wenn wir mit Rufus quatschen? Hi, ich bin neu hier. Wollte mal fragen, was hier so läuft. Hi, ich bin neu hier. Wollte mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Ah, okay. Und wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Alles klar. Okay, vielleicht, ne? Pock heißt er, vielleicht kann ich auch von dem auch noch was erfahren. Wenn er auch mal quatschen würde. Ach, jetzt. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Alles klar, okay. Sorry für diese Aussage hier auf YouTube. Da werde ich das irgendwie... Egal, ich werde trotzdem drinnen lassen. Weil das eh nicht... Oh, ich kann hier pennen. Bis zum nächsten Morgen, genau. Hier kann ich also pennen. Und ich glaube, das hat alles hier mit dem Reislord zu tun bei Horatio. Vielleicht müssen wir mit irgendwie sagen, dass wir dem auf Fresse hauen wollen oder so. Gehe ich mal von aus. Jarvis wieder. Suchen wir nochmal Horatio. So, Schläger, Lefty. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Klar, ich helfe gern. Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit Freunden um. Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Da hau ich lieber ab. Renn heim zu Mutti. Nee, da hat ihn noch nicht vor hier, wenn ich hier noch kein Savegame gemacht habe, dann will ich noch nicht gegen den kämpfen. Was, wenn ich draufgehe und dann muss ich den ganzen Scheiß hier nochmal machen. So.
Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Komm, wir versuchen das. Weg mit der Waffe, weg da! Dein... So, der Reislord. So. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Okay, mehr kann ich mit dem nicht reden. Noch ein Schläger, Bauer. Bauer. Da haben wir auch Ratio. So, ich habe hier nochmal über die... Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ah, oh, immer noch Nein. nicht? Dachte ich mir. Okay, dann hat es wahrscheinlich nichts mit dem Reislord zu tun. War aber ein Versuch wert, rauszufinden, was es mit dem zu tun hat. Vielleicht einfach mit Wahllos. Wie sieht's aus? Wer kümmert sich darum, dass hier auf den Feldern alles glatt geht? Wer kümmert sich darum, dass hier auf den Feldern alles glatt geht? Na, wir alle. Der Reislord überwacht zwar alles, aber ich glaube, er sitzt den ganzen Tag in seinem Bunker und zählt die Säcke. Na, immerhin hat er zusammen mit Homer die ganze Anlage hier gebaut. Mhm. Erzähl mir etwas über dieses Lager. Erzähl mir was über dieses Lager. Es ist randvoll mit Arschlöchern. Wenn's nach mir ginge, sollten die Söldner alle Banditen einfach aus dem Lager werfen. Die tun gar nichts für uns. Machen nur Ärger. Okay, und wie steht's? Wie steht's? Wir arbeiten uns den Arsch ab, damit hier alle was zu futtern kriegen. Okay, aber die Bauern wollen wahrscheinlich alle das... was muss ich über diesen Ort wissen? Was muss ich über diesen Ort wissen? Sei vorsichtig, wenn du ins Lager gehst, Junge. Da laufen so einige Halsabschneider rum, die einem Neuen wie dir an die Kehle wollen. Hm? Habt ihr einen Anführer? Habt ihr einen Anführer? Der Reislord ist sowas wie unser Anführer, aber die meisten arbeiten nur aus Angst vor ihm und seinen Schlägern. Bei mir sieht das anders aus. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und keine Lust mehr, mich mit den Banditen im Lager rumzuschlagen. Die Reisfelder sind genau das Richtige für mich. Na, und wie läuft's denn sonst so? Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wir brauchen viel Reis, um die Leute hier alle ernähren zu können. Da haben wir wieder Pock. Noch ein Bauer. Quatschen den mal an. Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wir brauchen viel Reis, um die Leute hier alle ernähren zu können. Ah, okay. Das ist derselbe im Grunde. Was mit den Bauern? Nee, das ist wahrscheinlich auch wieder dasselbe. Was mit dem Dude? Auch dieselben Fragen. So, was mit dem? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Was willst du? Hat der Reislord dich geschickt? Ich arbeite doch jeden Tag. Niemand hat mich geschickt. Ich will mich nur ein bisschen unterhalten. So, was kannst du mir über das Lager erzählen? Was kannst du mir über das Lager erzählen? Es ist gefährlich, dahin zu gehen. Lees Söldner und die Magier sind ja ganz in Ordnung, aber auf die Banditen passt du besser auf. Hm? Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Ich glaube, mit Horatio hat das doch mit dem Reislord hier zu tun. Ich versuch's noch einmal bei Horatio. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Oh, immer noch Nein. nicht. Nein. Dachte ich mir. So, kann ich vielleicht mit den Schlägern hier reden? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Kann schon sein. Erst. So, quatschen wir auch nochmal mit dem Schläger. Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Okay. Was ist mit dem?
kann ich nicht quatschen, okay. Nee, hier, weiß ich jetzt auch erstmal nicht weiter. Ja, egal, dann gehen wir erstmal. Vielleicht können wir erst einmal nur im Sumpflager irgendwie was erreichen. Weil hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Nicht voran. Oh, so, Steinwurzel, nice. Da haben wir auch noch eine Hütte. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Und da sind wieder Waran und... Uiuiui. Da sind viele. Machen wir erst einmal so. Dann holen wir uns die Scavengers da unten. Das sind wenigstens 4, also 200 Punkte gibt es dann. Und dann dafür auch 8-mal Fleisch, beziehungsweise Schinken. Ne, rohes Fleisch. Ist kein Schinken. Und nochmal ein bisschen Serapis und Höllenpilz. So. Und hier nochmal. Vielleicht gibt es hier auch eine bessere Waffe. Wir machen aber jetzt nochmal ein Safe Game. Eine Fackel. Ein Krug. Sklavenboot haben wir hier. Da haben wir irgendwie so ein Viech. Vielleicht ist das der Lurker. Steinwurzel. Die Warane sind weiter weg. Das hier ist untergegangen. Ja, und jetzt? Wie schwimmt man nochmal? Ah, so. Nein? Okay, so war das. So, machen wir hier nochmal ein Safe Game und dann versuchen wir das mal gegen den. Vielleicht sind wir stark genug gegen das Ding. Vielleicht auch nicht. Nein. Wir richten kaum Schaden aus. Ich hoffe, der kann nicht schwimmen. Nein! Nein, 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 nein. Der kann schwimmen. Okay, aber der ist jetzt nicht mehr hinter uns her. Aber ich glaube, das ist das Questziel. Okay, dann gehen wir mal lieber wieder zurück. Erstmal ins alte Lager, dann im Sumpflager und machen da vielleicht mal ein paar Quests, ein paar Aufgaben. Dann kommen wir da. Boah, Alter, schreck mich nicht. Ja, besser so für dich, Alter. So. Müssen wir jetzt erstmal wieder essen. Dass Tammy jetzt auch noch hinterher geflogen ist und auch noch so erschrocken hat. Ja,
unten müssen wir auch mal lang. Keine Ahnung, was da unten gibt's. Aber müssen wir mal hin. Aber wirklich weiter kommen wir momentan auch nicht. Und hier hat sich was wieder gerespawnt an Kräutern. Heilkräuter. Genau, wir können ja eigentlich jetzt die tägliche Ration da abholen beim Sumpflager. Und dann könnten wir dem einen Dude das da geben, was wir aus Versehen verkauft haben. Aber wir kriegen ja eh jeden Tag diese Sumpfkräuter. So. Was geht denn bei den Nachbarn wieder ab? Das ist absolut komisch hier in der Wohnung. Mit den Nachbarn hier im Haus. Boah, die Dinos da hinten. Da habe ich auch noch Angst vor. Und auch der Lurker heftig. Dass wir keinen Schaden gemacht haben. So, dann geht's hier jetzt wieder ins alte Lager. So, was haben wir eigentlich noch alles auf Tasche? Zwei Fackeln, die wir verkaufen können. Und wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt eigentlich? 8280. Und wir sind jetzt bisher noch gar nicht weitergekommen. Wir müssten eigentlich mit Kirgo noch kämpfen, den einmal boxen. Und auch noch hier für Dexter das eine erledigen. Warte mal, mit Snap hatten wir auch noch nicht gequatscht, glaube ich, oder? Wie steht's? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Jo. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Okay, wie sammle ich, Willst du, dass ich kotze? Hört sich gut an. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Hm, okay. Wo finde ich Fleischschwanzen? Wie finde ich die? Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Okay, Höllenpilz habe ich. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Wir haben sein Amulett. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Okay, alles klar. Dann, wir haben hier irgendwo Fleischschwanzen gehabt. So 3 Fleischschwanzen und 5 Höllenpilze wollte er haben. Wenn wir die jetzt eben einsammeln, die hatten wir ja hier irgendwo. Vielleicht waren da sogar 3. Ich hoffe, ich kann die auch wirklich einsammeln. Gab's doch
hier, glaube ich. Oder hier. Da haben wir eine Fleischpflanze. So. Wie sammle ich die ein? Ich kann Fleischpflanzen nicht einsammeln, oder? Okay, das heißt, so. Ja, okay, nice. Okay, für einzelne, auch wenn es nur wenige sind, hier war doch noch irgendwo einer. Aber wenn es nur 10 Punkte sind, können wir die trotzdem alle auch noch einsammeln. Jetzt. Hier war doch noch ein dritter. Ja gut, dann gehe ich erstmal ein bisschen. War doch klar, dass das ärgert. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Verlass dich auf jeden Fall. So. Hier haben wir Schatten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Früher wird mal wieder dieselbe Leier. Okay. Müsste mal wahrscheinlich jetzt weit genug sein, damit die eine Fleischpflanze da wieder hier vernünftig spawnt. Hier haben wir wieder Buddler. So, dann. Jo, da oben geht's wieder los. Wo ist denn der? Ich höre den doch. Da ist er. Ja, nice. Dann haben wir jetzt die drei und die Höllenpilze haben wir auch. Können wir eben jetzt zu Snap die Quest abgeben. So, wo waren jetzt Snap nochmal? Karim haben wir wieder hier. Scatty, mit dem müssen wir auch noch quatschen. Und 10 Erfahrungspunkte erstmal sammeln. Genau, da ist Snuff. Ich hab ihn alles. So. Ich hab die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauch sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Habe ich jetzt Erfahrungspunkte bekommen dafür? Bin ich mir jetzt nicht sicher. So, erfüllte Mission, Snaps Rezeptprüfung des Vertrauens, Auftrag von 2. Prüfung des Vertrauens haben. Aufnahme altes Lager. Einmal durchlesen. Um bei Gomez Leuten im alten Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Torus melden. Finger sind sehr zufrieden mit meinen Portretten. Scatty, der Arena-Meister, wird von mir beeindruckt sein, wenn ich einen der Kämpfer fordere. Um aufgenommen zu werden, muss ich wichtige Leute im. Okay. Vielleicht auch einmal nochmal mit Torus quatschen. Vielleicht kann ich jetzt schon aufgenommen werden. Das weiß ich nicht. So, würdest du mich bei einer. Ich muss in die Burg, ich habe einen Brief für den. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Okay, ja, ich muss jetzt irgendwie trotzdem noch schaffen, Gomez beizutreten hier. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge.
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.